Hallo, der Bruder hier. Ich wollte mich auch mal melden. Bin ja jetzt seit 4 Monaten mehr oder weniger in Deutschland gefangen. So lange war ich von meinen Elefanten noch nie getrennt. Das muss ich einfach mal sagen, die letzten 20 Jahre. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Im Moment habe ich eine Sondergenehmigung beantragt, dass ich nach Thailand fliegen darf. Im Moment ist noch nicht ganz klar. Also die thailändische Regierung hat es im Moment noch nicht genehmigt. Also weil wahrscheinlich die Warteschlange so groß ist. Wie ist der Stand der Dinge vor Ort? Der Roger hat euch ja schon immer ein bisschen informiert. Also es ist einfach so, dass wir also fast alle entlassen mussten, weil unsere Einnahmen sind null, also wirklich null, das muss man schon sagen. Tourismus ist also wirklich am Boden und ihr wisst ja selber, wie die Lage hier teilweise in Europa ist oder so und kann man sich vorstellen, wie die Lage bei uns ist. Es ist wirklich sehr dramatisch, das muss ich schon, ja, es ist schon so. Aber was sollen wir machen? Wir werden nicht weg sein, das ist einfach so. Wir haben verschiedene Sachen uns angeguckt oder so. Verschiedene Sachen also versucht auf die Beine zu stellen oder so mit den Gutscheinen, mit dem Spendenaufruf. Und da möchte ich mich also nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Aber wir hatten ja gedacht, dass es jetzt zum 1. Juli so ein bisschen wieder losgeht. Es geht definitiv nicht los, wie wir gesehen haben in Thailand. Ja, wir werden mal sehen, was wird oder so, gell? Das ist einfach wirklich so. Wir haben momentan, wie gesagt, unsere 5 eigenen Elefanten, beziehungsweise die Stiftungselefanten, diese 5 Elefanten, plus die 2 Babys. Die Mebuntong habe ich noch behalten, weil die Mebuntong mit ihren 70 Jahren, die wollte ich jetzt nicht alleine irgendwo im Wald schicken. Also das ist einfach unerträglich für mich. Also rein als Elefantenmann gewesen, die jetzt irgendwo alle aus der Herde wieder rauszureißen. Und deswegen haben wir die drinnen gelassen und behalten sie eigentlich auch. So dass wir also jetzt mit 6 Elefanten und den 2 Babys jetzt momentan dastehen. Wir haben auch noch eine rudimentäre Besatzung, die jetzt auf 50% ist. Ja. Die Maut sind noch da, ist überhaupt keine Frage. Also für die Elefanten, das ist also wichtig. Also das ist alles wirklich ganz, ganz wichtig gewesen. Aber ansonsten hat man so das Gefühl, man ist so ein bisschen im Gotthard und man sieht nicht das Ende des Tunnels und hat kein Licht dabei. Also das ist schon sehr, sehr schwierig und das muss man jetzt auch nicht beschönigen. Diese Pandemie, die ja für viele doch sehr abstrakt ist, ich habe auch viele Sachen jetzt hier in Deutschland erlebt, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Aber Fakt ist eins, bei uns kriegt die Pandemie ein Gesicht, wenn Menschen, die einem wichtig sind und Menschen, die viele, viele Jahre gearbeitet haben, anständige Arbeit auch für euch und natürlich erstmal für mich das gemacht haben oder so, dann ist das schon sehr, sehr bitter. Und auch Elefanten, die mir sehr, sehr ans Herz gewachsen sind, meine Salia, die bei mir geboren ist, mein Pussy, der seit 10 Jahren, wo wir da einiges durch haben oder so. Das ist schon sehr schwierig. Uns bleibt jetzt, es ist jetzt 4 Monate her, wo wir den Spendenaufruf gemacht haben, uns bleibt jetzt im Prinzip nichts anderes übrig, als nochmal einen Spendenaufruf zu machen, weil wir haben wirklich 5.000 Euro Ausgaben im Monat, um das anständig zu machen. Aber im Moment ist das nicht absehbar, wann es also wieder losgeht. Deshalb, wenn ihr etwas übrig habt oder so, wären wir euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen könntet. Wir hoffen, dass es zum 1. Oktober wieder loskommt. Plant schon mal ein, dass er zu uns kommt oder sonst irgendwas. Guckt euch die Gutscheinaktion, die läuft noch bis zum 31.8. Danach können wir es leider nicht mehr machen. Wir freuen uns auch, wenn er uns anruft oder so und ich tue auch mit euch mal telefonieren oder wie auch immer, weil ich bin ja jetzt eh hier, mehr oder weniger, in Deutschland. Also ich bin in Deutschland und ja, bleibt alle schön gesund. Viele liebe Grüße.